So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Monsters Ate My Birthday Cake. Wir haben nur noch 5 Level vor uns, habe ich mal gezählt. Und auch die, eigentlich werden wir die sogar in dem Part, also theoretisch sollten wir sie schaffen. So, hier ist die Aufgabe, alle Münzen und die Schatztruhe zu sammeln. Sprinten wir einmal hier. Wow, wow. Okay. Ja. Alle Münzen und die Schatztruhe. Natürlich auch mit ein bisschen Grips und Genie, Verstand und dergleichen dahinter. Verdammt. Wir müssen das Level 2 mal machen. Egal. Kriegen wir auch hin. Hoffe ich mal. So, jetzt darfst du einmal. Oh, super Sprint! Oh! Die Augen. Also so schnell! Es stinkt! So, auch du. Einmal weg. Du einmal weg. Kuchen nehmen wir mit. Nico zieht sich einmal hier den Block raus. Und den Block zieht er sich einmal hin. So, das war's mit Nikos Abenteuer. Das heißt, der Booging King ist nochmal dran. Ha, was? Ich geil! Oh! Und auch hier einmal durch und durch und jo. So. Dann. Ja, münzentechnisch haben wir sie jetzt schon. Das heißt. Wir müssen das Level jetzt nur nochmal mit dem Maulwurfsanzug spielen. Genau, Münzen haben wir. Die Truhe fehlt noch. So, Maulwurfsanzug einmal ausgerüstet oder Honigdachsanzug, wenn man es genau nehmen will. Dich brauchen wir zuerst. Ne, dich brauchen wir zuerst. Ups. So. Oh. Und. Oh, gegen die Stacheln. Aua. Die pieksen ja. So. Oh. So, dann nochmal. Oh. Ich meinte. Oh. So, und noch hier. So, also die Schramm-Animation finde ich richtig geil. So. Dann können wir jetzt hier einmal begraben. Nico? Nico ist heute ein bisschen langsam. So, wir können einmal graben und wir können einmal furzen. So, einmal Mega-Furz, der alles verderben lässt. Cool. So, trotten wir mal genüsslich zum Schlüssel da hinten. Graben uns ein. Nehmen den Schlüssel. Graben uns nochmal ein. Und können die Truhe öffnen. Dann haben wir nur noch 4 Level vor uns. Genau, auch hier nur Geld. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. So, auch hier alles. Das letzte Level der dritten Welt. In 120 Sekunden. Genau, hier war ja die Flasche, die wir noch nehmen mussten. Das heißt, du kommst erstmal, dann furzt du uns hier an, dann geht Nico hier drauf, dann geht er weiter, Furzi McFurz kann hier unten hin und du kannst einmal hier hin und hier weiter furzen. So. So. Dich einmal. Ah, verdammt, wir haben das Maulwurfs-Outfit. Ich bin doch so ein Idiot. Das Outfit brauchen wir natürlich. Na. So, nochmal genau dasselbe Spiel. Wie oft machen wir das Level eigentlich jetzt schon? Er war doch drauf. Hab Erbarmen, Spiel. Er war hier an der Kante. So, einmal du darfst durch. So. Hör auf zu furzen, geh hier drauf. Ja, okay. Einmal du. Dann darfst du hier noch drauf. So, den Block können wir ziehen. Und schieben und drücken und sonstiges damit machen. So, schreien wäre vielleicht auch praktisch. So, und die Schattenwelt. Okay. 1,5 Minuten haben wir noch.
Muss überlegen. Du furzt hier rum. Genau. Dann holen wir erst. Machen wir erst die Seite. Genau. Du stellst dich mal hier hin. Okay. Was? 100. Ja, 2 Minuten haben wir Zeit. Okay, jetzt nur noch eine. So, ihr beiden kommt mal rüber. Ja. So, du noch rüber. Ein Kuchen. Und Nico darf einmal rammen. Und zwar jetzt. So, Flasche, was sagst du uns? Der Bibliotheksautor. Ich habe versucht, die Entität namens Poe in dem Buch zu verfassen, aber ich habe mich ultimativ dagegen entschieden. Er entspricht nicht der Klassifikation. Nicht, dass er einfach immun gegen die Insel ist, es scheint auch zu amüsieren. Sogar Hu scheint perplex bei seinem Ursprung und seiner Kraft zu sein, und ich glaube zu denken, dass dass Poe einfach das Böse von dem Land beenden könnte, aber er hat keinen Bock. Aber er scheint mehr mit ganz einfachen Besessenheiten beschäftigt zu sein. Als ich ihm näherte und ihn um Hilfe bat, hat er verlangt, dass ich ein Button of Money bringe, also ein Arsch voll Geld. Was für eine Seltsamkeit. Okay, ja, Poe ist ein bisschen seltsam. So, komm mal rüber. Brauchen wir dich auch noch? Bestimmt. So, dann kommst du auch noch rüber. Ja, die halbe Minute, die reicht uns doch dafür. So. Oder? Gerade zweifle ich, ehrlich gesagt. Ah, vor allem, wenn sowas passiert. Okay. Ja, 10 Sekunden. So, stell ich mal hier drauf. Ja. Doch. Ja. Okay, das war das letzte Level von Welt 3. Ja. Und das heißt, Welt 4 steht noch vor uns. Mit 1, 2, 3 Leveln. Lil Willis müssen wir befreien. Mal wieder. So, das heißt, du machst einmal Lava kalt. Den Schlüssel nehmen wir an uns. Moment, dich schieben wir erstmal hier drauf. Du, machst erstmal das hier weg. Und den Kristall hier oben. Dass du einmal nochmal durch kannst und dann kommst du hier hin. Genau, dann Stinky. Ich, ja, mein Auftritt, cool. Du darfst dahin. Und Nico darf auf den Schalter da oben. Genau, dass er durch kann. Und einmal hier die Lava einfrieren kann. So, dann kann Stinky das hier einfrieren und wir können ins dunkle Gebiet. So, waren wir denn den Willis? Da hinten rechts. In Ordnung. Stinkt mal da oben weiter. Wie kommen wir denn da hinten rechts hin? Kommen wir da schon schnell hin? Die Flasche haben wir schon gelesen, glaube ich. Hier können wir was aufbrechen. Dich können wir mal hier hochlocken. Ja. Na? So, hoch oder runter? Wahrscheinlich eher hoch. So, sperr dich mal selbst ein. Genau. Braver Bub. So, den Kuchen nehmen wir. Lil Willis. Lilis Will. Willis Lil Tillis. Komm, du kommst. Oh mein. Hier hin. Hier ist nur das da Kuchen.
Den will ich aber gar nicht. Ich will... Ich will... Och nö. Och nö. Wir dürfen den ganzen Weg zurücklaufen. Ah, nee, wir bräuchten ja eh nur das... wir bräuchten beide. So, das heißt, du gehst da unten hin, du machst ihm auf. So, einmal eingesperrt. Finde ich, ist ein fairer Tausch. Block gegen Elektrovieh. Das eh ein bisschen kurios ist. Und du kommst her. So, dann kommst du einmal rüber. Genau, kannst dir den Kuchen nehmen von mir aus. Und wir können zu dem Willis gehen und ihn befreien. Hurra, erst Kopfnuss gegen das Gitter geben. Ja Mann, voll cool, danke. Ich werde irgendwas zerstören. Zwei Level. So, alle Münzen sammeln. Ach, das war das kurze Level. Ja, Nico, ich bin ein Geist. Ich gehe dir die ganze Zeit auf die Nerven. Voll cool. Falsche Richtung. So, ein Kuchen. Zack. Dann zwei Kuchen. Und hier sollte die einzige Münze sein. Yay. Und cool. Innerhalb von 23 Sekunden. Sehr einfaches Level. So, und nochmal einen Lil Willis befreien. Wahrscheinlich. Ach, genau, das komplexe Level. Okay, dann. Ups, falsche Richtung. Ich wollte das wegrammen. So, dann können wir hier einmal drauf und das zerstören. Genau, du kannst einmal runter. Hier war's, der Safe Spot, genau. So, hier was zerstören und hier. Und wir können die beiden töten. Yay! So, einmal das wegrammen. Oh, mein Schlüssel. Yeah! Und, oh, mein Schlüssel. Geil. Und... Oh, mir fällt auf, wir haben, glaube ich, noch ein Level. Und zwar in Welt 2 haben wir ein Level, wo wir gar keine Sachen bisher geschafft haben. Ich glaube, da muss ich auch nochmal vorbeischauen. Upsi. Aber das kriegen wir auch hin. So, einmal dich aufgeboxt. Und du machst, genau, du machst dann die beiden. Mhm. Alles klar. Dann tauschen wir aber einmal kurz, dass er aufschießen kann. Noch einmal durch, zweimal durch. Nicht den Kuchen nehmen. So. Nico? Nico? Gerade waren wir aber noch nicht eingesperrt. Moment, haben wir uns gerade selbst eingesperrt dadurch? Moment, ich brauche nochmal. Also machen wir erstmal Nikos Part. Voll in die falsche Richtung. Moment. So, du kommst rüber. Du kommst einmal her. Her. So. Okay, was macht diesen Block runter? Was ist die Besonderheit dieses Blocks? Einmal. Kuchen. So, stechen wir euch mal ab. Tschüss. Das brauchen wir ja. Ein Schlüssel. Zweiter Schlüssel.
Ach ja, 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 doch, 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 doch. Okay, okay, okay. In Ordnung. Ist alles noch cool. So, das heißt, einmal hier hin. Genau, dann kann er leuchten und er kann durch. So, genau. So, durch. Den Kuchen noch nicht nehmen. Aber Nico befreien. Genau, jetzt kann Nico auf den Schalter. Ich laufe ja schon. Und der Dicke hier kann den Willis befreien. Boah, voll cool dann. Mann, danke. So. Okay, Welt 4 ist komplett. Alles voll mit Sternchen und Glitzer und sonstigem Zeug. So, Welt 3 sollte auch alles. Mhm. Jawohl. Welt 2. Da sollte noch was übrig sein eigentlich. Dann, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da unten das Geschenk. Das da. So. Verschone alle Boogins. Sammle die Münzen und befreie Lil Willis. Als erstes machen wir es mit töte alle Boogins. So, du nervst nämlich. Ja. Ach, jetzt kriegen wir es auf dem ersten Versuch hin, dass wir... Ach, so. Jetzt können wir dich nämlich hier einmal draufziehen. Und dich einmal hier hin. So, er kommt durch. Und wir boxen alles weg. So, hier lang. Den Lil Willis kriegen wir auch noch frei. Oh, voll cool, danke. Und hier sammeln wir noch die Münzen. Hätten wir den Boogin da jetzt auch normal töten müssen? Ich weiß es gar nicht. Ich töte mal den Booking. Nee, wie. Doch, ich töte ihn mal. So, du bist tot, ganz sicher. Kommst auch nicht. Ja, gut, kommst wieder. So, blub. Und den da töten wir auch nochmal zur Sicherheit. So. Ah, lass mich durch. Nö. So. Also ein Geschenk können wir ja schon mal einsammeln. Ho, ho, ho. Und dich können wir einmal ins Wasser ziehen. Blub. Und... Ach, verdammt. Gut, ich wäre jetzt nämlich eh nicht losgerammt. So, ins Wasser. Blub. Nee, 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 nee. So. Komm mal her. So, einmal zur Sicherheit. Nee, drops keine Münze. Dann können wir aber hier einmal aufschließen und das letzte Geschenk sammeln. Und jetzt nochmal die Level-Variante, indem wir alles verschonen. Wie schaffen wir das bei dem hier? Wie können wir dich verschonen? Er patrouilliert ja nicht, deswegen bringt es mit der Blase auch nichts. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und eigentlich, ich muss auch nochmal was nachgucken, uns fehlt ja noch was, und zwar 2 Wisps und 4, 5. Flasche 5 fehlt uns noch. Und 2 Wisps. Aber wir haben alles eigentlich abgesucht. Gut. Ich würde sagen, ich würde den Part doch noch hier beenden. Das heißt, der nächste Part wird definitiv der letzte Part vom Let's Play sein.
ich werde mich irgendwie erkundigen, wo es denn die zwei Wisps noch zu holen gibt und wie wir das mit den Buggins verschoben machen, weil da bin ich jetzt echt ratlos. Ich weiß nicht, mit der Blase können wir es nicht machen, weil der Buggin bleibt ja auf der Stelle, wir können ihn nicht umrammen, der ist sein Kumpel, darf ich nicht umrammen, ich weiß es nicht. Doch, ich weiß, oh Gott, ich weiß es. Gut, wir machen alles hier in dem Part. Also ich erkunde mich kurz, wo die Wisps sind und wir, also nach dem Level und dann machen wir das. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich doch dümmer bin als gedacht. So, der Typ auch. So, komm mal her. Werd zu Rose. Also mit dem ist es... Moment, ich will mal was probieren. Und zwar, Charakter, du bist Biff. So, Biff, mach mal von hier oben. Ist die Reichweite von Biff größer? Ja, die Reichweite von Biff ist tatsächlich größer. Cool. Schön, dass sie es uns so mit Liebe zeigen. Hier haben wir nämlich einen Schlüssel. Wir brauchen den Schlüssel da unten gar nicht. Ach Gottchen, bin ich beschränkt. So, also einmal hier. Den können wir hochziehen. Den können wir hier lang ziehen. Und Biff kann einmal hier aufmachen. So, das Tür öffnen wir. Und dort unten noch der Baumstamm und hier den Schlüssel. Und alle Buggins sind verschont geblieben. So. Genau. Ich erkunde mich kurz, wie, wo und wann die Wisps sind. Und wir sehen uns dann gleich. Ciao. So, bin wieder da. Und zwar, ein Wisp ist hier in diesem Level, in 11C. Nämlich dort unten. Irgendwo dann. Ich weiß, sehr präzise Antwort. So, du gräbst dich einmal ein. Wir rammen durch, du gräbst dich aus, du gehst durch. Okay. So, schauen wir mal. Okay, so kommst du rüber. Und durch. So, du machst einmal... Dann kann er... Hier frei machen. So, Schildchen kann man nicht mehr lesen, oder? Ja, und hier ist ein Wisp. Genau. So, sollten wir jetzt eigentlich auch im Inventar haben. Oder? Genau. Und das letzte Wisp ist in 2.1a. Hier drin. Und zwar hier bei dem Riss. Gut, schauen wir auch hier, wie wir kurz rankommen. Du gräbst ja mal unten durch. Undercover. Kommst hier erstmal nicht weiter. Aber wir können dich rausholen. Wir holen dich aus dem Knast, Junge. Yeah. So, und das heißt, er kann dann... Ah, er kommt jetzt gar nicht hoch, oder? Doch, hoch kommt er. Okay, Nico. Oh nee, Schalterrätsel. Booging King. Oh nee, Schalterrätsel. So, Kuchen. Kuchen, der ist weg. Der auch. So, und hier auch das Schattenreich betreten. Wo ist denn? Da oben ist gleich das Wisp. So, und wir haben alle. Das heißt, wir können jetzt zum Dorf zurück. Und dem alten Knacker geben. So. Oh, cool, du hast alle Wisps. Ich geb die alle Huhe. Hier, währenddessen kannst du das hier nehmen. Dunkle Essenz. Und wir können wieder was im Shop kaufen. So. Einmal Shop. Und die Visage von Morwod. Unser allerletztes Item. Gucken wir auch das Kostümchen kurz an. Sieht schon sehr einladend aus. Oh, wir sind... Oh, sieht das geil aus. Gut.
Und jetzt fehlt uns aber noch ein Steam Achievement und da gucke ich auch kurz, wo es ist, weil uns fehlt dazu ein oder zwei Flaschen. Bis gleich. So, und die letzte Flasche finden wir in Kapitel 11a. Und zwar da rechts oben, wo wir irgendwann mal in den ersten Parts waren. Oh Gott, vergeht die Zeit schnell. Genau. So, einmal hier aufmachen für den kleinen Pupser hier. Boah, cool. Und dann können wir uns hier einmal durchgraben. So, Flasche Nummer 5. Wir kriegen dieses Achievement Mystery Buff, das letzte Achievement. So, vom Professor. Das ist mein erster Tag draußen auf dem Weg zu den Bergen. Ich habe etwas in den Meadows gesehen, während ich mich ausruhte. Ein Haufen von zerstörter Erde saß unter einem nahen Baum. Ich sah es sich leicht bewegen. Es ergriff meine Aufmerksamkeit. Dann, als ich es gesehen habe, hat das Häufchen Erde seine Augen geöffnet. Oh, das Häufchen Erde liest es gerade, hallo? Wir haben uns... Nenn's mal viel, viel knuffiger. Der muss sich jetzt voll schlecht fühlen. Wir haben uns für einen kurzen Moment angeschaut. Ich denke, keiner von uns war sicher, was der andere tun würde. Beide waren gleichermaßen überrascht bei der Präsenz des anderen. Seine Augen, obwohl schmal, hielten eine Ruhe, die ich einladend empfand. Es hat ein- oder zweimal geblinzelt, während es mich beobachtet hat. Ohne Zweifel, dass es meinen Charakter untersucht hatte. Dann habe ich gefühlt, dass seine Augen mich anlächelten. Ein merkwürdiges Ding. Und es ging zurück in die Erde, woher es kam. Ich war noch nie so glücklich. So. Und wir vergraben uns im Erdreich. So, das war's mit Let's Play Monsters Ate My Birthday Cake. 100% alle Steam Achievement, alle Level. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, also das Projekt war sehr knuffig. Viel länger gedacht, als ich erwartet habe, aber doch schöne Rätsel. Tolle Monster. Guter Humor, leider in Englisch und ich habe ein bisschen bei der Übersetzung verzweifelt. Ja, also mein Englisch ist jetzt nicht das Beste, sondern eher so ein mittelmäßig gutes Englisch. Verstanden habe ich es, aber die Übersetzung hat halt gefehlt, weil mir die deutschen Wörter eben für die englische Äquivalenz gefehlt haben. Trotzdem, sehr schönes Spiel, hat mir sehr gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.